Willkommen zurück. Kampf. So, also hier kann ich kurz speichern. Die Ziele ändern gleich. Dann nochmal speichern. Fehler gemacht. Das gibt's gar nicht. Ja, jetzt könnt ihr bisschen erfahren. Der richtet mich jetzt auf D. Da ist halt beide schon auf C, gell? Das ist halt. Deswegen habe ich es vielleicht geändert. Weil er halt auch im Schwert gut ist. Und ein Pferd ist ein Schwert schon auch nicht schlecht. Man sollte vielleicht erstmal einen Skill so richtig gut. Aber Lanze und Rüstung reiten. Naja, muss halt weiter reiten, bis er das endlich kann. Aber mal so weiter. Die anderen kann ich jetzt eigentlich auch gleich wieder umstellen. Ich glaube, man braucht die Plus oder braucht man sogar C. Ausgerüstet. Die Axt kann man dann rausnehmen. Da muss ich in die Fähigkeiten reingucken. Die Einheiten, das will ich gleich sehen. Was will sie lernen? Die Vernunft, da gibt es einen Bonus. Hubert ist auf seinem C zumindest mal. Da muss ich jetzt dann auch die Fähigkeiten als richtig einsetzen. Sortieren. Hubert könnte auch Lanze trainieren, gell? Ich sollte ihm eine Lanze mitgeben. Sie verteidigen zu können, aber die hat er glaube ich schon dabei, oder? In der Tasse. Schon dabei. Bogen. Ist halt gut, aber hat halt einen Plusbonus. Da fährt aber bei der Lanze die spezielle Fähigkeit dann, und wenn er die hat, kann man es dann lassen. So wie bei der Dorotoye jetzt. Eigentlich kann man es jetzt lassen. Aber sie verstärkt sich halt noch. Was lernt er? Und was sind sie also aus der Distanz? Kann man jetzt schon wieder machen. Hat jetzt auch einen neuen Skill. Autorität Level 2. Irgendwas war da. Oder kann er einfach nur ein neues Bataillon rekrutieren? Ja, hier ist nichts Neues drin. Feuer, irgendwas war da gestanden. Heilen braucht er eigentlich nicht mehr. Magische. Wie komme ich in sein Ding rein? Ja,
das gar nicht. Wie aus? Physische Angriff. Before stuck students will. It's probably, of course, that by looking beyond. A student when that happens. How motivate to help cult? Please try your best to motivate. At the office, if you instruct your. Have you heard about everyone in order to take care to develop? Was wollte ich jetzt wissen? Kampf. Wenn du einen Gegner angreifst, dass ich zugleich in Reichweite einer oder mehrerer deiner ein. Der Gegner muss in Reichweite einer oder mehrerer deiner Einheiten befinden. Bataillone. Das sind Bataillone. In the Battalion Guild, we're allowed. After you hire a battalion, you'll need to decide who will lead them. Wenn du einen Bataillon anheuerst, musst du dich für einen Kommandanten entscheiden. Battalions can contain Bataillon können Soldaten wie Magier und Mönche enthalten, die nicht mit Waffen kämpfen. Überleg dir genau, wer von der Unterstützung von Bataillonssoldaten und ihren jeweiligen Fähigkeiten am meisten profitiert. Bataillone können über das Inventar, wenn du zugewiesen ein zugewiesenes Bataillon verstärkt, die Werte der Einheit, der es zugewiesen wird, wie zum Beispiel Angriff oder Treffer. Diese Wertsteigerungen wachsen, wenn ein Bataillon in Kampferfahrung sammelt. Bataillone können ein zugewiesenes Bataillon verstärkt die Werte der Einheit, der es zugewiesen wurde. +7 auf Treffer. Der rechte Wert ist der Ausgangswert. Ach so. Das ist der Wert, den man hat. Brand gefällt mir jetzt aber nicht unbedingt. Das Seilbus. Angriff auf der manches Gelände ist in Brand.
setzt alles in Brand, aber trifft es damit nicht auf? Ich nehme das jetzt mal. Wie soll ich denn sehen? Plus 0. Magische Akre, was ist Akre? Ich sehe es dann aber im Ding, ja, oder? Zumindestens. So ein Ding. Offizierspflichtklasse, Priester da unten. Ah, plus 7 bei Treffer, bei physischen Angriffen, also wenn ich angegriffen werde, habe ich nochmal minus 1. Resilienz plus 3. Magischer Angriff. Ich bei Magie angegriffen werde. Und ich beides mich das wundert, wie das zusammen mit der Resilienz aussieht. Ich merke mir das jetzt einfach mal mit dem plus 7. Bataillonsgilde. Bad. Plus 7 Treffer. Ich treffe auch. Treffer. Aber Treffer dürfte für beides gelten, bei Brand sowieso. Für Magie und für Magie und für normale Treffer. Resilienz plus 3. Bei minus 2 war, das ist ein bisschen verwirrend. Das kann man schon nehmen. Der Ritter des Seiros kann ich damit nehmen. Edelgard hat ja eine starke Führungskraft. Kriegt auch plus 10. Sie da vor minus 10 oder warum kommt sie jetzt auf 0? Also ich nehme jetzt mal nur für Robert mal diesen. Weil der jetzt halt noch heilen kann, gell? Mit diesen Dingern.
Cyrus, ja, was hat sie denn drin? Soldaten des Cyrus. Das ist das gleiche Bild praktisch. So, das Minus ist im Vergleich zu dem davor. Frage, ob das nicht lieber die Angreifer machen und das Ding behält. Und ich warte. Der linke Wert ist das, was man jetzt hat. Und der rechte Wert ist der Zuwachs oder der Abzug. Scham. Er leidet jetzt weniger. Physische Treffer als davor. Davor hat er minus 4 gehabt, jetzt hat er nur noch minus 1. Bei der Magie hat es dafür 2 abgezogen. Da ist er dann auch im Nahkampf. Bei dem Treffer allgemein passiert nichts. Zuwachs um plus 3 und oben hat das ja das gleiche gehabt. Bin da nicht überzeugt davon. Sie kriegt jetzt die kaiserliche Ritter. Der andere behält's. Kaiser zu Kaiser, aber dann gehört da ist halt nur plus 5. Plus 3. Plus 2. Das gleiche. Das sieht besser aus, oder? Die Kälte. Verbesserung gut ist. Das soll ja kapieren. Plus 1, plus 1. Ach, rechts ist das, was sich verbessert hat. Also, Rot hat sich verschlechtert. Plus 3 auf plus 2. Physische Aggressivität hat sich verschlechtert von plus 3 auf plus 2. Magischer Angriff hat sich verbessert von minus 2 auf minus 1. Das ist mit diesem... Weil Mine auf der Minus- und Plusseite jeweils rechnen muss, ist ja gar minus 2. Minus 2, von minus 2 ist es, hat es sich verbessert auf minus 1. Bei physischer
Angriffe hat sie sich verschlechtert von plus 3 auf plus 2. Bei Treffer hat sie sich nichts getan. Dafür ist Ausweichen ist plus 1 geworden. Bei Schuh, was es ist, weiß ich immer noch nicht, hat sie sich verschlechtert. Und bei Charme hat sie sich verbessert. Was bringt mir der Charme? Ich kann ihn nicht rauslesen. Verschuhe ich vielleicht Geschwindigkeit. Verstärkt Kraft, Treffer und Ausweichrate der Strategie. Das ist schon knackig dann. Kraft, Treffer und Ausweichrate der Strategie. Also dieses Angriffs durch die Einheit. Wieder kommt, die macht also mehr Schaden. Balanciert sich. Geht es halt hoch. Der Schaden durch diese Krafttreffer und so, der Schaden durch diese Reiter oder durch dieses Feuer, das da ist, geht hoch. Und hier auch auf plus 5. Hier plus 5. Resilienz plus 1. Ausweichen plus 1. Der Angriff des Erträgens. Hier passiert eigentlich nichts. Außer dem Charme. Ihr werdet es nicht bereuen. So, braucht man eigentlich irgendwie noch mal was im Laden? Im Arsenal? Was mache ich denn mit dem? Das habe ich jetzt im Inventar umfahren. Das hatte ich bekommen, das habe ich gemerkt, aber ich wusste nicht, zu was ich das einsetzen kann. Erhöht die Behendigkeit dauerhaft. Erhöht das Glück dauerhaft. Okay. Da muss ich natürlich schauen, welcher Wert diese Werte braucht. Oh mein Gott! Behendigkeit und Glück. Behendigkeit ist ja gut. Glück ist ja auch gut. Sie weniger. Sie braucht aber auch kein Glück. Macht in der Händigkeit genau. Beeinflusst Trefferchance und Häufigkeit der kritischen Treffer. Verschiedene Effekte senkt das Risiko gegnerischer Treffer. Das braucht sie nicht, weil sie ziemlich. Sie hat nämlich eine starke Verteidigung. Braucht sie eigentlich nicht so viel Glück. Er hat eine schwache Verteidigung, öppige, auch starke Verteidigung. Behendigkeit würde sich positiv auswirken. Er trifft gut.
vielleicht eher was für beeinflussen magischen Beeinflussen Trefferchancen, Häufigkeit, das ist ja auch nicht schlecht hier. Ja. Er hat eine hohe niedrige Resilienz. Magische Angriffe. Senkt es auch das Risiko gegnerischer kritischer Angriffe, könnte schon sein. Auch jemand, der wirklich wenig hat. Hubert steht aber nicht vorne dran. Bernadetta hat beides als schlechten Wert halt, gell? Bernadetta hat, er hat zumindest nicht Glück. Keine verfängt physischen, also und hat hohe allgemeine Resistenz durch magische Angriffe aus der Entfernung gegen Entfernung. Das ist der Wert hoch. Er bräuchte auch Glück eigentlich. So stark ist er dann doch nicht. Er steht immer eh weit hinten. Er hat Glück und Verteidigung. Könnte ich natürlich weiter erhöhen, aber das muss nicht unbedingt sein. Und hat sogar ein bisschen Resilienz, weil es sehr niedrige. Er hat sehr hohe. Er hat zum Beispiel auch eine niedrige Resistenz, nicht Resilienz. Bei Bernadetta sieht es ganz schlecht aus. Okay, dieses Resistenz gegen Magische geht. Also sie kriegt das Glück. Bei ihr geht es ein bisschen besser alles. Kritischer bei 11 Stärke, 8. Sie kritisiert ja eh aus irgendwelchen Gründen eh schon immer. Das ist der Jagdinstinkt, was macht der eigentlich? Verleiht Crit plus 20%, wenn die KP des Gegners. Ah, dann! Okay, deswegen, ich habe immer überlegt, warum machten die Crit? Ich hab mich ja gefragt, ich habe gesehen, jetzt kritisiert sie wieder. Wenn der unter 50% ist, dann gibt es mal volles Rohr was ab. Okay. Aber vielleicht kriegt plus 20, also nicht plus 100, sondern nur plus 20. Dann würde ich ihr obendrauf noch diese Behendigkeit geben. Dann scheppert das nämlich richtig. Dann ist die Crit-Chance, wenn der unter 50% ist, enorm hoch. Die Kampfprognose sagt das, glaube ich, auch voraus, wenn ich mich nicht täusche. Junge, jetzt im Inventar. Tausch. Bernadetta, habe ich gesagt, kriegst Glück. Schau, alles voll. Ich muss ja erstmal das Inventar leeren. Mixtur, was macht eigentlich Mixtur schon wieder? Stellt 20 KP her.
Heilmittel stellt 10 KP her, also ein starkes Heilmittel. Können wir auch jemand anders geben, obwohl. Wenn halt weit vorne steht, gell? Dann hat halt der Bernadetta dieses Weihwasser. Deckt 7 Resistenz. Das ist eigentlich eher was für ein. Das ist eigentlich eher was für Nahkämpfer. Weil der Fernkämpfer ja auf den Nahkämpfer draufholzt. Das sind Schuhe. Lagern. Übungslanze lagern. Eisenlanze lassen wir drin. Damit sie also einen Nahkampf hat. Wobei es es nicht wirklich braucht. Ja, ich glaube, ihren ein Special Skill, ich glaube. Sowas wie. Also beim Bogen hat sie klar zurückzuschießen. Aber ich weiß natürlich nicht, wie, ob das gegen AKV ist. Hm. Heilmittel. Tonschlüssel hat sie auch dabei. Wo könnt ihr mal ein Heilmittel auslegen? Bisschen blöd, dass die nicht wieder aufeinander stacken. Wir verkaufen ja viel zu viel Heilmittel. Antidot. Dann die Effekte von Vergiften. Das schmeiße irgendjemand rein. Wer Platz hat. Ferdinand. Tausch. Hat der Eisenbogen nur fürs Bei, die Axt war nicht dabei. Und zieh das. Wieder macht jetzt Tausch. Aber ich schaue das jetzt auch mal nach. Aber so wie, ob ich das jetzt richtig gedacht habe, aber ich schaue das jetzt auch mal kurz nach. Also sie geben keine Empfehlungen ab, wie man wohin, aber dann mache ich das so, wie ich es gesagt habe. Ich gebe Bernadetta. Die Göttinnen-Ikone. Ich gebe Petra das Geheimbuch. Auf 10. Geschwindigkeit, Behendigkeit, die ist jetzt super stark. Wirklich super stark. Ich habe schon Level, ich habe schon Level 7, weil sie jedes Mal voll drauf haut. Oder häufig. Verfolgungswahn, was macht der eigentlich nochmal? Siegerchen weiß ja jetzt, man hat ja da Verfolgungswahn. Nicht volle KP. Nachbar Gegner. Also wenn er im Getümmel steht, muss ihn zum Skillen echt immer ins Getümmel schmeißen. Volle KP.
Gegenteil von Bernadetta. Erzieherpflicht. Du musst weiter Autorität lernen, auf jeden Fall. Das ist die Erfahrung, deswegen ist das vom Level her so hoch. Bis zu 10 der maximalen KP benachbarter Verbündeter. Jetzt muss ich sie in einen Viererkomplex reinstecken. Alles was sie berührt. Also sie um sie tummeln sozusagen in der Mitte. Deswegen ist die Vernunft bei Rau wichtig. Und dann muss man die unbedingt die Vernunft weiter skillen. Muss sie eh einen Boni drauf hat. Und glaube ich sie jetzt ist sozusagen fertig. Ist jetzt wieder Vernunft geskillt. Ja, der stets zu Diensten. Respektable Lehrkraft über diese Einheit und benachbarten Verbündeten. Kurze Erfahrung. Ist eigentlich auch am Getümmel dran, gell? Er ist sogar noch stärker als sie. Erhöht. Das ist zumindest ein Glück, wenn sie schon keine Verteidigung, keine Resistenz hat, dass sie zumindest keine Krits schlagen. Ihr Glück werden wir, wenn ich nochmal so eine Göttinnen-Ikone finde, werde ich ihr Glück auch weiter pushen. Speichern. Ich habe noch einiges umgestellt wieder. Ich war jetzt eigentlich nur noch am Marktplatz unterwegs. Ich schaue jetzt nochmal in den Laden rein. Er hat Stahlschwert und Eisenbogen. Für ein Eisenschwert und immer noch kein Bogen, weil ich das ist einfach. Braucht sie ein bisschen Bogen mitnehmen, das ist einfach keine Sache so. Für einen Notfall. Ich habe ja wieder einen Bogen. Tragen, weil ich also sie muss jetzt mal einen Bogen mitnehmen. Das geht so gar nicht. Egal wie schlecht sie drin ist. Aber Bogen ist wie schwimmen, weil sie kann nicht schwimmen und kann keinen Bogen. Was ist denn das? Eine Prinzessin halt. Naja, es ist. Das sind die elementaren Dinge. Schwimmen. Wie hieß es mal so schön, ich glaube, in der FAZ oder so, beim Interview, schwimmen nicht. In einer anderen Zeitung, schwimmen nicht. Der einzige überlebensnotwendige Sport. Das stimmt im Endeffekt auch. Ich habe im Kino Waterworld gesehen. Damals. Hat mir Albträume verursacht.
viel Wasser. In Zeiten des Klimawandels, des anthropozänen Klimawandels, oder besser gesagt, in den Zeiten, in der der Anteil, der anthropozäne Anteil am Klimawandel stark erhöht ist, ich fühle mich schon nicht schlecht ums Überleben. Oder so ähnlich. Laden. Nein, nicht laden, also nein, natürlich. Ich krieg jetzt den Bogen mit und die Batterie ist ab und zu drauf, weil es geht so gar nicht. Also echt gar nicht. Ups, kaufen, wenn wir weiter gucken. Jetzt weiß ich schon, das braucht er ja. Weiß ich noch natürlich, das ist der, die anderen ja auch zwei Items. Eisenlanze, Eisenbogen. Eisenschwert und Eisenschild. Er braucht eigentlich nicht, er hat so viele von Notfallkampf-Moves. Wie sieht er das eigentlich, dass er bei mir drauf gehen ist? Er könnte dann langsam eine Axt mitnehmen. Ach so, wir sehen auch eigentlich diese Werte aus von 14 noch da drauf. Also 35, sie hat 9 auf dem Eisenschwert. Da muss man was machen. Gut, immer ein Stahlschwert oder noch besser. Ach, Platz. Also, da gibt es noch was höheres wie Stahl. Stahlschwert. Anzahl 3. Ich gucke auch jetzt mal nach. Sucht man nicht noch ein Stahlschwert hätten oder sogar ein Stahlschwert plus oder so. Ausrüsten. Wenn ich bei ihm ausrüste, Schadschwert, Todesgeheul, Wind. Das ändert sich eh, je nachdem von wer wo man drauf zielt. Oh, seine Eisenlanze. Eisenlanze plus tragen. Kann er noch tragen, oder? Nee, die ist kaputt, die Eisenlanze. Braucht einer. Das habe ich eigentlich aus Geld. Alles Stahl zu kaufen. Ferdinand. Eisenlanze. Stahllanze. Wieder Stahlschwert. Stahlschwert. Eisenschild. Eisenbogen. Kann er eigentlich. Eisbogen haben wir, was nicht.
tatsächlich auch einen schönen Eisenpanzer hinter. Stahlbogen. Eisenschwert reicht ihm ja, Eisenbogen. Eisbogen reicht ihm eigentlich auch. Das geben wir jetzt zusätzlich aus. Aber sie. Hier so ein Stahlbogen. Eine Eisenachse plus. Ich baller doch sehr häufig dann doch mit. Der Stahlbogen kann es doch mal nicht. Das wird's dann erstmal noch. So. Und die Frage ist, gehen wir noch ins in Laden. Nehmen wir halt Eisenschild. Nein, es gibt nichts höheres als Eisenschild. Items. Dann müssen wir auch mal in den Fertigkeiten gucken. Eisenschild, Eisenschild. Eisenschild, Eisenlanze, Eisenbogen. Kann er schon Stahlbogen machen? Weiß ich auch noch nicht. Komm, Eisenlanze, Stahlbogen, Eisenaxt. Übungsbogen, ja, Übungsbogen, achso, da kann ich eh nichts ändern. Eisenschwert, Eisenbogen. Ja. Eisenbogen. Fertigkeiten. Nicht aus einer Sache. Sie hat hier nämlich Bataillonsvorteil. Autoritätsrang 2. Die Axt kommt da nämlich raus. Dafür kommt die Vernunft da rein. So. Bataillonszorn, das ist nicht gesehen. Mag Bogen Level 1. Wenn ich den rausnehmen kann, halt mit Bogen schießen. Aber diese Dinger sind so. Kann man Bogen theoretisch wieder rausnehmen. Wenn eine Einheit mit Bataillon auslaufen, höchstens ein Drittel erhält sie kritisch. Mit einer Einheit mit Bataillon Ausdauer von höchstens ein Drittel angegriffen, hält sie Crit 50. Das ist bestimmt der Weg einsetzen eigentlich erst. Das ist ziemlich weit unten. Bataillon Ausdauer, also die Ausdauer des Bataillons darf höchstens ein Drittel haben. Jetzt hat keinen Bogen. Kampftechniken. Niemand hat mehr als das Wasser, was da drin ist. Ausdauer-Bataillon ist das. Das bringt ihm halt auch nichts, nicht wirklich.
Also ein Drittel, das wäre dann bei 8, 9, 9, 18, bei 10 natürlich, bei ein Drittel von 30 sind natürlich 10, sorry. Bei 10, aber es passiert ja eigentlich auch nicht, also kommt der Bataillonszahn wieder raus und der Bogen wieder rein. Da habe ich nicht aufgepasst beim... Wenn mir das passiert, habe ich nicht aufgepasst beim... beim Reparieren. Dann sind wir hier eigentlich auch fertig, gell? Hat doch jetzt ein paar Euro, ein paar Gold gekostet. Da müssen wir eigentlich mal soweit fertig sein jetzt. Also man könnte nochmal kleine Ziele gucken. Wegen diesem Ferdinand, ich bin mir da immer wieder jetzt nicht sicher. Schwert und Vernunft. Klar, Vernunft, ja. Schwert und Lanze und. Ich komme da immer durcheinander. Lanze und Reiten, ja. Glauben, ja. Faust und Fliegen, ja. Bogen und Reiten, ja. Sie will Hexerin werden, ja. Und Axt und Fliegen. Da können wir sich dann irgendwann auch mal noch den Bogen überlegen. Ja. Der ist auf E plus, die Axt ist schon auf C. Zapper. Speichern wir gerade nochmal. So. Und dann war diese Folge nur. Dann war diese Folge nur zum Einstellen und zum Bearbeiten meiner Gruppe, unserer gemeinsamen Gruppe, unseres Teams. Dann wünsche ich euch eine gute Zeit und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Bye.